Wir sind hier in Monza, es ist Donnerstag, der sogenannte Medientag, kurz nach 15 Uhr. Gerade waren die nächsten nichtnutzigen Pressekonferenzen, sind vorbei. Perez unter anderem war geladen. Die einzige vernünftige Frage, die ihm wirklich richtig gefallen hat, war, wie das Gefühl so mehr oder weniger ist, neben so einem Dominator zu fahren, der jetzt 10 Rennen in Folge gewonnen hat. Waren es 10 oder 9? Scheißegal. 9. Die hat ihm natürlich nicht gefallen. Ja, er versucht das Maximum rauszuholen. Und genau da hat er diesen Satz auf den Punkt gebracht, bei dem es bei den ganzen Überlegungen um Red Bull geht, ist es wirklich das Maximum an der Seite von Verstappen, was Perez macht. Also langsam habe ich das Gefühl, man will ihn wirklich loswerden. Es gibt einen neuen Vertrag, da geht es um Abstand im Qualifying zu Verstappen. Mag es 3, 4, 15 sein, die Zahlen kenne ich nicht genau, aber wenn er da drüber ist, also langsamer als erwartet, kriegt er praktisch weniger Prämie als erwartet. Im normalen Leben würde man sagen, dass der Anfang vom Ende, weil es hat was mit Mobbing zu tun, aber Mobbing in der Formel 1 gibt es nicht, das ist eine knallharte Leistungsgesellschaft. So, warum wir hier dieses Tor zeigen, das ist sozusagen in Monza aus Erfahrung das Tor zum Himmel für die Tifosi. Jeden Tag steigern sich da die Persönlichkeiten, die hier reinmarschieren. Letztes Jahr gab es da Prominenz aus der Fußballszene, aus der Politik, aus allem. Zum Beispiel Ivanesevic lief da rein und die Tifosi waren happy. Und ja, das ist ein Monster speziell. Es ist halt die traditionellste Rennstrecke mittlerweile, mit allem drum und dran, mit den alten Steilkurven. Typisch italienisch. Der Eingang stand noch vor heute Morgen 20 Meter weiter, aber irgendeiner hat beschlossen, der steht jetzt besser da. Auch gut, sei es drum. Rein kommt man immer, in Italien sowieso. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Also hier stehen wir vor dem gemeinsamen Motorhome Alpha Tauri in Red Bull. Was hier besonders... Ah, da kommt gerade Pierre Vacher, da bin ich sehr beruhigt. Er ist eigentlich der wichtigste Techniker von Red Bull laut Verstappen. Noch wichtiger als Adrian Newey, weil er die genialen Ideen, die Newey hat, ich sag mal, fahrtüchtig auf die Straße bringt. Den Typ wollte Ferrari haben, unbedingt, kriegen ihn aber nicht. Das ist auch gut so, weil sollte Verstappen irgendwo mal die Idee haben, auch nur zu wechseln, ist er einer der Leute, die er gerne mitnehmen würde. So viel zur Wichtigkeit von unserem Franzosen hier. Was hier bei Red Bull auffällt, ist, normalerweise steht das Ding umgedreht, so wie die anderen, Eingang ganz vorne, parallel. Hier haben sie es in die Ecke gestellt, warum auch immer. Das heißt, das Red Bull Motor, und da muss man halt aus dem Fahrerlager quasi fast raus und nochmal um die Ecke gehen. Warum das so ist, weiß ich, ist aber typisch für Monster, da weiß man oft nicht, warum das so. Macht aber auch nichts. Was gibt es da Neues? Ja, das lieben Lawson Ricciardo, das ist jetzt kein Geheimnis, denn mit diesem Mittelhandbruch war völlig klar, dass er nicht Freitag sich eine Hand bricht und Freitag danach schon wieder im Auto sitzen kann. Da gibt es halt eine OP und eine Genesungszeit dazwischen. Jetzt hofft er auf Singapur. Ich habe ja selbst Schulterprobleme gehabt und kenne gute Orthopäden, da zweifeln die jetzt auch dran. Weil es geht ja darum, mit der linken Hand den Lenkrad auch richtig anpacken zu können. Und wenn du das nicht kannst, einarmig kann man halt nicht fahren. Aber gut, lassen wir uns überzeugen, dass es klappt. Ich weiß es nicht. Erstmal ist Lawson wieder da, er kann nur lernen. Eigentlich kann er hier immer noch nicht verlieren. Ich sag mal, ab dem dritten Rennen, wo er dann einen Erfahrungswert hat, den die anderen von ihm erwarten, dann muss er richtig performen. Hier eigentlich, ehrlich gesagt, noch weniger. Was Red Bull betrifft, habe ich Perez gesagt. Es wird spekuliert über Norris als neuer Teamkollege von Verstappen. Dazu kann ich nur insidermäßig sagen. Ich weiß, dass ein Verstappen den Norris schon privat gefragt hat. Könntest du dir das vorstellen, weil das ist ja auch gut zu verstehen. Und Norris muss wohl ehrlich geantwortet haben, nee, ich werde nicht bei dir bei Red Bull fahren, da habe ich keine Chance, das bringt mir nichts. Glaubt man mir das oder nicht? Ich habe es geglaubt, als ich das gehört habe. So. Jetzt gucken wir mal, ob unser Verstappen überraschenderweise nicht den 10. Erfolg in Serie anfängt. Denn leider ist es so, auch wenn jetzt wieder ein paar Leute mich als Fanboy, die Realität ist, alles andere als Verstappensieg wäre die größte Überraschung. Das war ein kurzer Blick auf Legende Jacques Villeneuve, dessen Vater hier noch eine größere Legende ist.
Das ist seine neueste Errungenschaft, Sophie, glaube ich, heißt sie, 3 Monate alt. Sein Sohn Jill, der jetzt 2 ist, hat er mir in Frankfurt gesagt, den kann er nicht mitnehmen, weil er zu wild ist. Den kann man irgendwo, erinnert mich doch an was. An Großvater und Vater, da könnte noch was kommen. Der Ingenieur, der dabei ist, ist Jocklier. Sein Ingenieur 97, wo viele sagen, die beiden waren ein Dream Team und er war mindestens genauso an dem WM-Titel beteiligt wie Jacques Vergne. Er ist dann zu Mercedes zum Beispiel, hat mit Michael Schumacher unter anderem gearbeitet. Ist es Ferrari, wie soll man sagen, der Art, ja, man könnte sagen Fahrer, Fahrlehrer, der den Rookies und den unerfahrenen Leuten, dazu gehört Leclerc immer noch, erklären soll, wie man Daten praxisorientiert dann auf die Strecke bringt. Das ist auch Ferrari-Vergangenheit, Mattia Binotto, den man ja letztes Jahr vor die Tür gesetzt hat, logisch in Italien, dass er hier auch auftritt. Ob ein Ferrari-Ticket oder immer, keine Ahnung, ist aber egal. Jedenfalls sprechen die Misserfolge von Ferrari ein bisschen für ihn, denn vielleicht war er doch nicht so schlecht, weil jetzt sind sie richtig schlecht. Aber man hat mir bei Ferrari intern gesagt, eine Sache, dafür hat was für gesorgt. Schalter heiter. Die Stimmung wäre noch nie so gut wie seit Jahren bei Ferrari. Die haben keinen Druck mehr gar nicht. Da kann jetzt jeder davon halten, was er will, aber immerhin. Schalter heiter. So, und hier stehen wir vor unserem ehemaligen Siegerteam, das jetzt das Verlieren hatte lernen müssen, bitte. Verlieren heißt für Mercedes auch der zweite, ist der erste Verlierer. Heute gab es die sensationelle News, die für mich keine war, dass sie offiziell die Verträge von Lewis und Hamilton und George Russell verlängert haben, und zwar beide für 2 Jahre. Was allerdings nicht da stand, um das ging es aber eigentlich. Meine Quellen haben mir gesagt, Lewis wollte den Fahrervertrag unabhängig von einem Botschaftervertrag halten, den er sogar 10 Jahre mit Mercedes haben wollte, mit viel Geld und repräsentieren und sowas im Spaß. Ob das auch geklappt hat, da steht er nicht. Ich vermute, da wurde ein Kompromiss eingegangen. Ich habe auch gehört, bei Mercedes, bei den Kunden sagt man, 10 Jahre, wie populär ist dann auch Lewis Hamilton noch? Das würde uns sehr viel Geld kosten, da muss man abwägen. Also, Tatsache ist, er fährt noch 2 Jahre weiter hinterher. Und lass doch mal offen, wie lange er danach, nach seiner aktiven Karriere, die nicht nach 2 Jahren beendet werden muss, aber das könnte man jetzt annehmen, als offizieller Markenbotschafter für den Mercedes-Konzern auftritt. Wie gesagt, 10 Jahre wollte er, ob er die gekriegt hat, glaube ich jetzt nicht. Wäre ein bisschen arg blauäugig, aber ist nur meine Meinung. Das werden wir noch nicht heute erfahren, das wird irgendwann durchsickern. Eines der Mercedes-Kundenteams steht dir auch gegenüber, Aston Martin. Ihr Topfahrer Fernando Alonso hat den Unterschied gemacht in Zandvoort, das waren seine Bedingungen. Nicht unbedingt das Auto, er ist brillanter Zweiter geworden, aber jetzt gibt es schon wieder die ersten Meldungen, dass die FIA eine neue Restriktive für Heckflügel ab Singapur Geld rausgibt, die würden alle zu flexibel sein und wackeln. Angeblich Aston Martin das Team, das am meisten, ich sag mal, diese Grauzone ausgenutzt hat, das heißt, der Flügel wackelt angeblich am meisten, was mir völlig wurscht ist, weil es immer wieder das Gleiche ist. Irgendwann sagt die FIA, das ist uns zu viel, wann kriegen die es endlich mal hin, ein Reglement so zu schreiben, dass sie nicht mitten in der Saison feststellen müssen, da ist die Grauzone zu, jetzt müsst ihr wieder korrigieren, warum geht das nicht mal vorher? Vielleicht bin ich naiv, aber das nervt mich am meisten, weil das seit Jahrhunderten schon so ist. So, wir stehen von dem noch aktuellen Alfa Romeo Team, wie jeder weiß, zukünftiges Audi Team. Sie werden definitiv das letzte Mal mit dem Namen Alfa Romeo auftreten. Und meine Recherchen ergaben, es ist auch ganz sicher, dass sie zu Haas wechseln würden. Das heißt, nächstes Jahr würde es Alfa Romeo Haas, das Alfa Romeo Sauber heißen. Wer genau bei der Fahrerparade hinschaut, wird feststellen, dass die beiden Alfa Sauber Piloten auch mit. Dass die beiden Haas-Piloten, Entschuldigung, also Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen, am Sonntag bei der Fahrerparade nicht ganz zufällig mit Alfa Romeos fahren werden. Ja, jetzt denkt man nach, was das bedeuten könnte. Was Alfa betrifft,
ja, Audi übernimmt halt immer mehr. Das geht eher im Hintergrund. Was ich gehört habe, ist einer der Schritte, das, was das nächste ändert, ist noch nicht unbedingt der Name. Aber das ist so meine Formel-1-Erfahrung. Nächstes Jahr, im Gegensatz zu diesem Jahr, werden die ganzen Ingenieure, Mechaniker Audis als Audi-Autos als Dienstwagen bekommen. Das ist in der Formel 1 immer ein klares Zeichen, okay, da ist der nächste Schritt. Das wird passieren. Aber Fahrerpaar, der Haas-Pilot mit Alfa Romeo, das finde ich interessant. So, wir stehen gerade vom Williams-Modum zum Abschluss heute. Da kommt auch Logan Sargeant gerade vorbei, der ja gerade in Frage gestellt wird. Deutsche Formel 1-Fans hoffen ja, dass er weiter Unfälle baut, weil wenn Mick Schumann Cockpit ist, das das Erste, das dann wohl in Frage kommt. Wobei ich sagen muss, er hat ja zwei Unfälle in Zandvoort, die ähnlich waren, aber Williams nimmt den jetzt in Schutz, was den zweiten betrifft. Anscheinend ist die Servolenkung ausgefallen. Wir wissen ja, die Jungs heute sind mit Servolenkung groß geworden. Und so wie ich den Williams-Teamchef James Woods verstanden habe, nimmt er die Schuld auf das Team des zweiten Crashs am Sonntag im Rennen und nicht auf ihn. Lassen wir das mal so stehen, aber der erste Crash bleibt immer noch und dass er jetzt noch keinen Freifahrtschein hat, wirklich das Cockpit zu behalten, ist auch klar. Es hilft ihm halt ein bisschen in der Beziehung, dass man ja einen Fehler nicht zweimal machen soll. Wenn das Auto ihn im Stich, hat er zumindest von sich aus diesen Fehler nicht zweimal gemacht. Das ist ein schöner Abschied, war das jetzt ein Abschiedsgang von Sarge oder Neuanfang. Heute gibt es in Monster nicht mehr zu viel berichten. Morgen geht's weiter. Noch schönen Abend.